Zum Mittelpunkt der Woche, sprich Mittwoch, dem 14. Mai, darf ich Sie recht herzlich begrüßen hier im Elbe-Kanal zum Regionalmagazin. Auch heute haben wir interessante Themen für Sie zusammengestellt. Neben den Kurznachrichten, dem Wetter und natürlich den Veranstaltungstipps sind folgende Themen mit dabei. Innovation. Prototyp zur Trinkwassergewinnung vorgestellt. Friedensfahrt. Zahlreiche Kinder treten in die Pedale. Und Gewinnchance. Bravo Hits 85 als Medium der Woche zu gewinnen. Auch heute können Sie natürlich wieder das Medium der Woche gewinnen. Doch kommen wir zu einer nützlichen und innovativen Idee hier aus Schönebeck. Trinkwasser ist ganz, ganz wichtig, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern überall auf der Welt, insbesondere in den dritten Ländern. Genau mit diesem Thema beschäftigte sich ein Unternehmen hier aus Schönebeck. Was dabei herausgekommen ist, das sehen Sie jetzt. Mit Filter- und Pumpentechnik lässt sich heutzutage sogar aus schmutzigem Wasser Trinkwasser produzieren. In Schönebeck wurde am 9. Mai eine Trinkwassergewinnung auf Basis von Wasserkraft vorgestellt. Die hiesige Firma Bauschlosserei Metallbau Bosse GbR haben den Prototypen entwickelt. Mit diesen Prototypen kann aus Flusswasser Trinkwasser hergestellt werden. Und diese Anlage kann sogar ein ganzes Dorf mit sauberem Trinkwasser versorgen. Vor allem für die Dörfer in den Entwicklungsländern wäre diese Anlage ein Riesenfortschritt. Als einzige Voraussetzung für die Gewinnung von Trinkwasser ist ein strömender Fluss. Die Pumpentechnik wurde von dem Magdeburger Unternehmen Maiko Pumpen und Wassertechnik an das Boot gebaut. Das Ziel der Firma ist es, 4000 Liter pro Tag zu erzeugen. Damit könnten 2000 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. Um das Projekt bekannter zu machen, soll das Boot während der Langen Nacht der Wissenschaft am 17. Mai in Magdeburg präsentiert werden. Was für die Schauspieler der Oscar ist, ist für die Schülerinnen und Schüler des Dr. Karl-Hermann-Gymnasiums der sogenannte Hermann. Genau dieser konnte vergeben werden, diese Informationen und weitere jetzt hier bei uns in den Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. In der Nacht vom 13. zum 14. Mai haben unbekannte Täter diverse Wände und Gegenstände in und um das Bahnhofsgelände in Schönebeck beschmiert. Die Polizei war vor Ort, um die Schäden zu begutachten. Wer hat etwas beobachtet oder sogar die Täter gesehen? Die Polizei in Schönebeck nimmt jegliche Hinweise gern unter der Telefonnummer 03928 466 195 entgegen. Im Stadtwerkhaus Schönebeck kann man zurzeit die Ausstellung Mut zur Lücke, Mut zu Neuem bestaunen. Die Stadt Schönebeck beteiligte sich im Durchgang 2010-2011 an Mut zur Lücke. Gesucht waren Vorschläge für die Steinstraße 6. Zu dieser Ausstellung und den Vorschlägen fand am 14. Mai eine Pressekonferenz statt. Die Geschäftsführerin der Architektenkammer Sachsen-Anhalt informierte alle Anwesenden und den Oberbürgermeister Bert Knoblauch über diesen Wettbewerb. Einen ausführlichen Beitrag zu diesem Thema sehen Sie in einer der Ausgaben des Regionalmagazins. Im Dr. Karl-Hermann-Gymnasium fand am 12. Mai zum 20. Mal die Auszeichnung des Hermann statt. Diese Verleihung durch den Förderverein des Gymnasiums fand in diesen Räumlichkeiten zum letzten Mal statt, denn der Umzug in das Schulgebäude Berliner Straße steht kurz bevor. Doch an diesem Abend stand natürlich die Auszeichnung im Vordergrund. Es wurden Preise in den Kategorien Musik, Literatur, Kunst, soziales Engagement, Mathematik, Chemie und Schüler des Jahres verliehen. Für musikalische Unterhaltung sorgten außer den Hermann-Schülern auch die Kabarettisten Tobias und Sebastian Hengstmann. Zu zwei Terminen konnte der Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck, Bert Knoblauch, in die Partnerstadt Garbsen reisen. Um die Städtepartnerschaft war es insgesamt in der letzten Zeit aus verschiedenen Gründen etwas ruhiger geworden. Das nahm Bert Knoblauch zum Anlass, sowohl mit Bürgermeister Alexander Heuer,
Vertretern der Stadtverwaltung Garbsens und des dortigen Partnerschaftsvereins, als auch dem Ratsvorsitzenden und ersten stellvertretenden Bürgermeister Hartmut Büttner sowie dem Bürgermeisterkandidaten Christian Grahl und Parteifreunden über eine Verbesserung der Situation zu sprechen. In den Gesprächskreisen gab es indessen verschiedene Anregungen zum Ausbau der Städtepartnerschaft. Einen weiteren besonderen Termin hatte Bert Knoblauch bei der Feuerwehr in Garbsen. Dort würdigte er 41 Kameraden mit der Fluthelfernadel. Damit wurde den Kameraden der Berufsfeuerwehr der Partnerstadt für ihren Einsatz während des Junihochwassers 2013 ein Dank ausgesprochen. Der Tierschutzverein Salzlandkreis und die Tierfreunde Schönebeck e.V. veranstalteten am 10. Mai dieses Jahres eine kleine Grillparty. Das Ziel war, den Schönebeckern den Verein etwas näher zu bringen. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um mit den Vereinsmitgliedern das Gespräch zu suchen und gegrillte Köstlichkeiten zu essen. An diesem Tag fand 12.30 Uhr auch die erste Tierarzt-Sprechstunde statt. Im Stadtgebiet Schönebeck werden in den nächsten Wochen Baumpflegearbeiten durchgeführt. Unter anderem werden diese in der Wilhelm-Helge-Straße an jungen Bäumen ausgeführt. Der Geh- und Radweg sowie der Straßenraum werden freigeschnitten. Einige Altbäume erhalten ein Kronensicherungssystem, das den Bestand dieser Bäume weiterhin sichert. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit müssen 4 Bäume gefällt werden. Dies betrifft 3 überwiegend abgestorbene Bäume und eine Kirsche, die aufgrund starker Morschung im Stammbereich mangelnde Stand- und Bruchsicherheit aufweist und dadurch eine Gefahr darstellt. Nachpflanzungen sind hier vorbehaltlich, zur Verfügung stehender Mitte im Herbst geplant. Am 28. Mai findet das letzte Mal vor der Sommerschließung Aquafitness und Wassergymnastik in der Volksschwimmhalle statt. Des Weiteren gibt es geänderte Öffnungszeiten in Pfingstferien. Genauere Informationen zu den Öffnungszeiten findet man auf der Internetseite der Stadt Schönebeck. Einen kurzen Hinweis auf Einschränkungen im Badebereich gibt es für den 3. Juni. Denn an diesem Tag stehen in der Zeit von 11 bis 13.15 Uhr nur 4 Bahnen zur Verfügung. Aufgrund der verschlissenen Fahrbahn und erneuerungsbedürftiger Leitung finden in der Körnerstraße Bauarbeiten statt. Es wird außer der Straße auch der Schmutzwasserkanal und die Elektroleitungen saniert. Diese Arbeiten sollen etwa 230.000 Euro kosten und 5 Monate andauern. In diesem Zeitraum sind die anliegenden Grundstücke nicht mit Kraftfahrzeugen zu erreichen. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer halbseitigen Sperrung des Verkehrs in der Berliner Straße in Schönebeck auf Höhe der Hausnummer 41 bis 53. Aufgrund von Verlegungsarbeiten kommt es zu Verkehrsbeschränkungen und zur Sperrung des Fußgängerverkehrs im Gehwegbereich vom 17. April bis zum 30. Juni 2014. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Auch in der heutigen Sendung gibt es natürlich einen Werbeblock, denn durch diese Werbung finanziert sich das Lokalfernsehen Ihnen bekannt und jetzt gerade bei Ihnen auf dem Bildschirm der Elbe-Kanal. Also nach ein paar Werbespots bin ich gleich wieder für Sie da. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 50 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 55 Cent, gebrühte Schmorwurst 100 Gramm zu 40 Cent, gehackte Spieße 100 Gramm zu 80 Cent, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro und frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent. Seit 19 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreien. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte.
Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Schurreisen, Ihr preiswerter Reiseanbieter für 4-Sterne-Busreisen in Europa. Sie trinken gerne Bier? Dann brauen Sie sich selbst Ihr Bier. Tauchen Sie ein in die Kunst des Bierbrauens. Begleiten Sie uns ins beschauliche Erzgebirge in die Stadt Aue in den Brauereigasthof Lotterswirtschaft zum Brauseminar. In gemütlicher Runde und leckerem Treberbrot und Speckfett verkosten Sie Bierspezialitäten und werden als krönenden Abschluss zu Lotters Bierbrauer geschlagen. Das klingt gut. Buchen Sie. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen. Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Und? War etwas für Sie dabei? Weitere Angebote finden Sie unter www.schur-reisen.de. Wir freuen uns auf Sie. Die Salzperle, das neue Stadtmagazin für Schönebeck, ist da. Schick verpackt bietet es Interessantes zum aktuellen Stadtgeschehen, Informationen zu kommenden oder schon vergangenen Veranstaltungen, Tipps und Tricks rund ums Leben, eine Fotogalerie und vieles mehr. Und das alles bekommen Sie kostenlos in vielen Geschäften, aber auch direkt in unserer Geschäftsstelle der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck können Sie sich Ihre Salzperle kostenlos abholen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere Informationen gibt es im Web unter salzperle.de. Lohmann Baustoffe, Ihr Partner für Baustoffe. Ob Privatmann oder für den Profi, bei uns finden Sie nicht nur Baustoffe, sondern auch die persönliche Beratung rund ums Bauen. Hausbau, Umbau oder Ausbau, hier sind Sie gut aufgehoben. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment für den Hoch- und Tiefbau, Holzhandel, Bedachung, Trockenbau, Galabau sowie unsere Auswahl an Arbeitsbekleidung aus. Noch unsicher? Durch unser Fachpersonal erhalten Sie kompetente Beratung zu allen Fragen. Besuchen Sie uns, es lohnt sich. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit jeder Schönebecker weiß, bei uns blühen die Ideen. Der Elbe-Kanal, das ist mein Sender.
Zurück aus der Werbung machen wir weiter mit einer Tradition. Denn die Friedensfahrt ist eine Institution bzw. eine Veranstaltung, welche bereits seit vielen, vielen Jahren hier bei uns bekannt ist und durchgeführt wird. Die Friedensfahrt für die Kleinen ist eine Veranstaltung, welche seit einigen Jahren speziell hier in Schönebeck für die kleinen Radfahrer durchgeführt wird. Jene konnte am zurückliegenden Wochenende auf der Salineinsel durchgeführt werden. Viele Kinder waren wieder der Einladung gefolgt. Die Friedensfahrt galt im vergangenen Jahrhundert als eines der bedeutendsten Amateurradrennen und war vor allem in den ehemaligen Ostblockstaaten sehr populär. Am vergangenen Dienstag wurde in Schönebeck der Geist dieses Rennens wieder zum Leben erweckt. Bei der kleinen Friedensfahrt auf der Salineinsel traten viele Kinder in unterschiedlichen Altersklassen gegeneinander an. Für die Teilnehmer galt es, eine 650 Meter lange Strecke zu bewältigen. Der Veranstalter dieses Events war Horst Schäfer vom Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen. Es ist ihm gelungen, zahlreiche attraktive Preise beim Bund Deutscher Radfahrer für die Teilnehmer dieses Rennens zu organisieren. Einer der Ehrengäste war der ehemalige libanesische Radrennfahrer Tarek Abul Zahab. Er ist Betreiber eines Fahrradladens in Beirut und brachte von dort auch den ersten Preis mit nach Schönebeck, ein nagelneues Fahrrad. Unter den anderen Preisen befand sich allerlei nützliches Zubehör rund um das Zweirad. So gab es einen Fahrradhelm, einen Trinkrucksack, nagelneues Werkzeug und vieles, vieles mehr. Insgesamt lenkten 27 Kinder ihre Räder über den Rundkurs auf der Salineinsel. Dies bedeutet einen kleinen Rückschritt im Vergleich zu den anderen Jahren, in denen sonst um die 50 Kinder am Rennen teilnahmen. Nichtsdestotrotz ließ sich niemand die Laune verderben und vor allem die Kinder hatten viel Spaß bei dem Wettstreit unter freiem Himmel. Am Ende fand das von Tarek Abul Zahab handsignierte Fahrrad auch einen neuen Besitzer. Das Wichtigste für die Veranstalter war aber der Spaß bei allen beteiligten Kindern und mit Sicherheit wird es auch im kommenden Jahr wieder eine kleine Friedensfahrt mit neuen, attraktiven Preisen in Schönebeck geben. Auch von unserer Seite noch einmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und Teilnehmer der kleinen Friedensfahrt. Diese CD möchten Sie gewinnen, dann sollten Sie beim heutigen Gewinnspiel mitmachen. Gleich nach einer kurzen Vorstellung stelle ich die Gewinnfrage. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Is it right or is it wrong? I can't go on, you can't go on. Die neue Bravo Hits 85 besteht wieder aus einer hervorragenden Tracklist. Bravo Hits gehören zu den erfolgreichsten Compilation in Deutschland. Abgestimmt auf die aktuelle Jahreszeit befinden sich auf der Scheibe nur die neuesten Sommerhits. Tracks verleiten zum Tanzen und sorgen für die optimale Stimmung. Ob jung oder alt, die Bravo Hits 85 rockt einfach jeden. Mal mit dabei die aktuelle Nummer 1 der deutschen Charts Clean Bandit feat. Jesklyn mit Rather Be oder Nico und Vince Am I Wrong sowie der Sommerhit Isso von Matteo. Bravo Hits 85 und der Sommer kann kommen. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben.
Zwei CDs randvoll mit aktuellen Chart-Hits. Diese CD können Sie hier bei uns gewinnen. Wie in jeder Woche gibt es auch in dieser Woche in der Mittwochssendung eine Gewinnfrage, welche Sie richtig beantworten müssen. Heute möchte ich von Ihnen wissen, wo fand denn am zurückliegenden Wochenende die kleine Friedensfahrt hier in Schönebeck statt? Mit der richtigen Antwort ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de. Besuchen Sie uns auch persönlich in der Bahnhofstraße 5, nennen Sie uns Ihren Lösungsvorschlag und mit ein bisschen Glück sind Sie dann einer der zahlreichen Gewinner. Vom Gewinnen kommen wir zu weiteren Gewinnen, die hier bei uns möglich sind, nämlich in unseren Veranstaltungshinweisen. Auch hier warten wieder Freikarten, mehr dazu jetzt hier bei uns in der Sendung. Die WBG hat Geburtstag und feiert diesen am 17. Mai mit ihrem Mieterfest. Von 14 bis 20 Uhr wird für alle großen und kleinen Besucher einiges geboten. Es gibt ein Live-Bühne-Programm mit unter anderem Humoristin Josephine Lemke und der Partyband Partikular, 6 Grillstände und Kaffee und Kuchen. Für die kleinen Besucher gibt es ein Bungee-Trampolin, ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg mit Kletterwand und Kinderschminken. Nachdem am Wiedereröffnungswochenende am Tag der Industriekultur Sachsen-Anhalt ca. 300 Besucher im Industriemuseum gewesen sind, geht es mit den Highlights gleich weiter. Am 17. Mai wird Dr. Plinikowski, der Präsident des IMUSET, in der originalgetreu historisch renovierten Villa der Wirtschaft erstmalig für die Öffentlichkeit einen hochinteressanten Vortrag zum Thema die Entwicklung der Munitionsfirmen in Schönebeck von 1800 bis zum Zweiten Weltkrieg halten. Der Eintritt für den Vortrag mit anschließendem Museumsbesuch beträgt 6 Euro. Am darauffolgenden Tag findet dann der Internationale Museumstag statt. Das Dokumentationszentrum zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz vom 3. April 2014 die Sonderausstellung Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme. Die Ausstellung informiert zur Geschichte von Demokratie und Diktatur im Europa des 20. Jahrhunderts. Zu finden ist das Dokumentationszentrum am Moritzplatz in der Umfassungsstraße 76 in Magdeburg. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann die Ausstellung von Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr besuchen. Es gibt viele Gründe zu sammeln. Sei es wissenschaftliche Neugier, der Anspruch, Kulturgut für die Nachwelt zu erhalten, Entwicklungen zu dokumentieren oder einfach aus Leidenschaft. So vielfältig die Beweggründe und so unterschiedlich die Sammler. So vielfältig ist auch unsere Museumslandschaft mit ihren Sammlungen. Jede Sammlung hat seine eigene Geschichte. Diesem Thema folgend wird auch im Kunsthof Bad Salzelmen gesammelt. Seit Jahren sammeln die Mitarbeiter verschiedene Exponate. Zu vielen gibt es auch eine Geschichte zu berichten. Alle Interessierte sind am 18. April von 13.30 Uhr bis 18 Uhr zum Internationalen Museumstag in den Kunsthof eingeladen. Es gibt auch eine Führung durch den Kunsthof und auf das Gradierwerk. In der Stadtbibliothek Schönebeck erzählt, liest und zeigt Maddie Host am 20. Mai Fotos und Videos von ihrem Alleingang am Meer. Die Magdeburger Autorin hat ihr drittes Buch mit dem Titel Einfach los, mein Küstenweg veröffentlicht. Das Buch ist mehr als nur ein Reisebericht, denn Witz und Tiefsinn kommen daran nicht zu kurz. Der Eintritt zu dieser Präsentation und Buchlesung beträgt 5 Euro. Das Programm steht und das Gelände platzt aus allen Nähten. Am 24. Mai ist es endlich wieder soweit. Das Junimond-Festival bietet 19 Special Floors und Showcases. Es wird so viel und bunt wie noch nie. Lassen Sie sich diese Veranstaltung auf keinen Fall entgehen. Ab 21 Uhr wird die Messe Magdeburg zum Beben gebracht. Sichern Sie sich jetzt schon Ihre Eintrittskarte für 12,05 Euro. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf der Seite www.junimond.net. Die Elbwölfe des Schönebecker Basketballclubs veranstalten am 25. Mai das erste Schönebecker Streetball-Turnier. Das Turnier beginnt 10 Uhr und findet in der Sporthalle der BBS Frohse in der Magdeburger Straße 302 statt. Teams können sich gerne mit Teamnamen, Spielern und Alter unter schönebecker-bc@gmx.net anmelden.
Weitere Informationen zu den Elbwölfen findet man im Internet unter www.schönebecker-bc.wibli.com. Am 10. August 2014 wird dafür gesorgt, dass niemand farblos nach Hause geht. Während ausgewählte DJs für eine super Stimmung sorgen, wird stündlich der Countdown eingeläutet, bei dem das Farbpulver auf die begeisterte Menge herabrieselt. Um die Farbe optimal in Szene zu setzen, wird weiße Kleidung empfohlen. Das älteste und freundlichste Fest wird zum Sommertrend des Jahres. Die Rede ist natürlich vom Holi Festival. Der Elbe-Kanal verlost zusammen mit der A&O Pyro Games GmbH 3x2 Freikarten für dieses Event. Wenn Sie beim Festival der Farben dabei sein möchten, dann rufen Sie jetzt an unter 03928 405770 und sichern sich Ihre Karten für das farbenfrohe Fest im Sommer 2014. Karl Orff und Giuseppe Verdi treffen in einem Open-Air-Konzert am 16. August dieses Jahres aufeinander und entführen in die fabelhafte Welt der klassischen Musik. Licht- und Laserartist Jürgen Matkowitz kreiert zu den Melodien ein optisches Spektakel voller Brillanz und Farbe. In Zusammenarbeit mit der A&O Pyro Games GmbH verlost der Elbe-Kanal 3x2 Freikarten für diese Veranstaltung am 16. August. Rufen Sie uns einfach an unter der 03928 405770 und mit etwas Glück sind Sie bei diesem Klassikkonzert der Extraklasse dabei. Ein Veranstaltungshinweis, wie gesehen, möchte ich Ihnen noch einmal ganz besonders ans Herz legen, und zwar das große Mieterfest der Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck. Gleichzeitig wird Jubiläum gefeiert, also definitiv einen Besuch wert bei der WBG am kommenden Wochenende. Weitere Veranstaltungshinweise hatten wir Ihnen präsentiert, die ebenfalls im Freien stattfinden. Und dazu ist es immer gut, wenn die Sonne scheint. Nun, puren Sonnenschein kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht versprechen, aber mehr Sonne, höhere Temperaturen, all das erwartet Sie in den kommenden Tagen. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die Hälfte der Arbeitswoche ist geschafft. Während das Wetter in den letzten Tagen ein Wechsel aus Sonne und Regen gewesen ist, wird es in den nächsten Tagen endlich wieder wärmer. Der Donnerstag startet mit 15 Grad und einem wolkigen Himmel in den Mittagsstunden. Das Regenrisiko liegt an diesem Tag zwischen 20% und 30%. Den Regenschirm kann man den Rest der Woche definitiv zu Hause lassen. In der Nacht sinken die Werte auf 11 Grad herunter und man kann bei einem klaren Himmel endlich mal wieder in die Sterne blicken. Am Freitag wird es nicht nur noch schöner, sondern dieser Tag wird der schönste in dieser Woche. In den Mittagsstunden liegen die Werte bei 18 Grad und steigen zum Abend hin noch leicht bis auf 19 Grad an. In der Nacht liegen die Werte bei 12 Grad. Das Wochenende verspricht genauso schönes Wetter wie die letzten Tage. Der Samstag beginnt mit 18 Grad am Mittag. Diese 18 Grad dauern bis in die Abendstunden an. In der Nacht sinken die Werte auf 12 Grad herunter und man sollte mit ganz leichten Regenschauern rechnen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Soweit die Wettervorschau für die kommenden Tage, und somit ist auch wieder unser Regionalmagazin am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und Zuschauen. Darf Sie einladen, Freitag wieder mit dabei zu sein. Ansonsten schauen Sie auch mal im Internet vorbei. Unter www.elbekanal.de finden Sie alle Sendungen, Nachrichten und Informationen, beziehungsweise auch Informationen zu unserer Handy-App, denn den Elbekanal können Sie auch mit dem Smartphone empfangen und schauen. Mehr dazu, wie gesagt, im Internet. Ihnen einen angenehmen Abend, machen Sie es gut, Ihr Christian Kolbe.